Das Theater der Nacht präsentiert. Eine Bühne. Ein charismatischer Moderator. Eine fachkundige Jury. Ein Hamster in der Regie. Eine gemeinsame Mission. Meine Herrschaften, wieder einmal dabei. Herzlich willkommen zu TDDN, DSGA, IMDSN. Und heute dabei Anke Tannhäuser. Om Shanti, meine Lieben. Ich bringe euch heute Erleuchtung durch Yoga. Ja, wir haben eine über die Stadt weit hinaus bekannte Yogalehrerin hier zu Gast. Ach, Anke. Wenn ich an meine Zeit im Ashram denke, als ich bei dem berühmten Lehrer... Sag mal, geht's noch? Können wir mal anfangen? Na gut, viel Vergnügen mit Anke Tannhäuser. Ich bringe euch ins Gleichgewicht. Wir starten mit dem Baum. Ihr stellt euch auf den rechten Fuß, ihr hebt das linke Bein, legt den linken Fuß an den Oberschenkel und die Hände vom Herzen. Und einatmend hebt die Arme, streckt euch, zieht euch lang. Halt, stopp! Schon wieder stört jemand die Aufnahme! Runter von meiner Bühne! Aber Yoga würde mir so gut tun. Ich hab schon lange keins mehr gemacht. Dürfte ich mitmachen? Ein Yogaschüler, der inneren Frieden und perfekte Gesundheit sucht, natürlich, Om Shanti, gern. Wir starten sofort. Beugen uns anmutig nach vorne, Hände absetzen und auf die Knie kommen in den Vierfüßlerstand. Super machst du das. Wir heben mit der Einatmung den linken Arm. Mit der Ausatmung tauchen wir unterm Körper durch, legen Ohr und Schulter ab, heben einatmend den rechten Arm und das rechte Bein. Und Verzeihung. Anmutig wieder zurück. Ach so. Es wirkt. Das ging ja schnell. Ich bin erstaunt. Wir machen richtig Yoga, ihr Lieben. Die Krähe. Hände vorne absetzen. Die Knie außen an die Oberarme. Und lösen. Ich danke euch. Om Shanti. Tja, das war Anke Tannhäuser. Verzeih die Störung. Ich denke, die Jury wird das in ihrem Urteil berücksichtigen. Ich bin in meiner Mitte. Om Shanti. Also Anke, fantastic, really fantastic. Wie gelenkig du bist. Ich bin das ja auch. Vielleicht sieht man das gerade nur nicht so. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, also ich bin ja eigentlich very zufrieden mit meiner Figur, aber hab da so ein paar Problemzonen. Vielleicht kannst du mir so ein bisschen helfen, so eine kleine Übung für Bauch, Beine, Po. So, könnt ihr das bitte ein anderes Mal klären? Frau Tannhäuser, mich interessiert da was ganz anderes. Yoga ist ja nicht nur ein Sport, das ist ja eine komplette Philosophie. Sagen Sie mal, können Sie da so voll und ganz hinterstehen? Ja, ich meine, die Disziplin und so. Keine Schokolade, kein guter Rotwein am Abend. Wie machen Sie das? Gut sieht's damit aus. Ich bin Veganerin und ich lebe von morgens bis abends im inneren Frieden mit mir. Ja, also meine Absolution haben Sie. Ja, nur noch die eine Frage. Woher beziehen Sie denn eigentlich Ihr schönes Yoga-Outfit? Ja, also ich habe das mal probiert in Jogginghose und so. Das kam nicht so gut an. Leute, wir haben hier eine Show zu machen. Man wird ja wohl noch mal fragen dürfen, oder? Also ich find's auch sehr schön, was du uns heute gezeigt hast, Anke. Von mir ein eindeutiges Ja. Von mir auch. Von mir auch. Tja, meine Lieben, das war also dreimal ein Ja. Anke Tannhäuser, das ist hoffnungsfroh.
Ach, wenn ich daran denke, wie damals im Ashram die Paparazzi mir aufgelauert sind, ein Bild von mir im herabschauenden Hund an die Blindzeitung geschickt haben. Mach hin, Sinesino! Abspann! Oh ja, Anke Tannhäuser, ich danke dir. Ich danke Ihnen, liebes Publikum. Bleiben Sie mir und dieser Show gewogen. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Kommen Sie wieder zu uns, wenn es heißt, talentierte Menschen zeigen ihre Kunststücke auf dieser Bühne.